um ein Grundstück in der Neustadt. Und hier würden wir beginnen zunächst, wenn gewünscht, SPD-Fraktion. Nein. Dann weiter Freie Wähler, Freie Bürger. Thorsten Nitschel, bitte. Ich mache das kurz und vom Platz, indem ich einfach sage, wir... Können wir mal kurz? Wir sind grundsätzlich für den Ankauf dieses Grundstücks, aber nicht zu dem Preis, und aus dem Grund werden wir der Vorlage nicht zustimmen. Okay, FDP-Fraktion ist Wort gewünscht? Nein. Dann machen wir weiter, AfD-Fraktion, Herr Lommel, bitte. Auch hier vom Platz, sehr geehrter erster Bürgermeister, was der Kollege gesagt hat, ist völlig richtig und auch unverständlich. Und es ist doppelt unverständlich, wenn man sieht, wer Käufer und Verkäufer ist. Sprich Stadt und stadtähnliches Unternehmen und ähnliche Sachen. Also und dann 50% mehr zu zahlen wie notwendig, ist irgendwo Steuerverschwendung ein Stück weit. Und es konnte in den Ausschüssen nicht klar gemacht werden, dass, warum das geht und warum man nicht ordentlich verhandeln kann. Und ich habe den Eindruck, man hat sich sehr leicht gemacht. Jeder private Unternehmer hätte das nicht gemacht, ein Gutachten zu machen, was man dann sozusagen eigentlich nicht beachtet. Dann kann man sich das ersparen. Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter. Grüne Fraktion, Thorsten Schulze. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Neustädterinnen und Neustädter, die Löw 14 dann, so wie dieses Areal früher auch geheißen hat, ist ja eigentlich dann ursprünglich mal dafür vorgesehen gewesen, dann sehr, sehr vielen Kreativen bei uns in der Neustadt sowohl Raum als auch Flächen anzubieten. Jetzt haben wir eine Entwicklung dann, die mit Spielplatz und Schule dort einhergeht und vor allen Dingen vielen Gebäudeabrissen. Gerade jetzt dieses Haus 7, dann ist natürlich ein Problem dann, dass das eben halt am Ende dann durch diese Altlastensanierung auch weggefallen ist. Was wir in der Neustadt vor allen Dingen aber auch haben, dann ist ein großes Defizit an Freiflächen und noch an Freiflächen, dann, wo letzten Endes auch Freizeitangebote entstehen können. Und von der Seite her sehen wir an dieser Stelle natürlich schon dann, dass auch sicherlich dann der Grundstückspreis jetzt nicht so ganz trivial ist dann, dass aber letzten Endes dann auch insbesondere dann für die Neustadt dann auch an dieser Stelle, sind ja immerhin über 3000 Quadratmeter, die dort nochmal angekauft werden, dann auch eine Freifläche dann mit entsprechenden Freizeitangeboten in einem sehr, sehr starken, sehr, sehr verdichteten Wohngebiet an dieser Stelle auch dann geschaffen werden können. Aus dem Grunde wünschen wir uns natürlich sehr dann, also dass jetzt dieser Ankauf, diese Vorlage jetzt hier eine Mehrheit bekommt. Im Stadtbezirksbeirat Neustadt gab es sogar einen einstimmigen Beschluss dann. Also da haben alle Fraktionen, die so vertreten sind, auch diesem Erwerb zugestimmt dann und möchten natürlich dann auch sehen, dann, dass wir auch hier hoffentlich eine Mehrheit dann jetzt auch im Stadtrat für diesen Erwerb bekommen. Dann stimmen Sie auch dieser Vorlage jetzt bitte zu, dann auch die, die vielleicht dann auch im Bauausschuss dann noch andere Meinung waren. Gucken Sie dann, ob Sie vielleicht Ihre Position, Ihre Haltung dort nochmal an der Stelle überdenken können. Das vielleicht erstmal soweit dann. Genau, wünschen uns natürlich, also bitten um eine Zustimmung. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter, CDU-Fraktion, Mario Schmidt. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Hoffnung von Kollegen Schulze, dass es eine breite Mehrheit geben könnte, kann ich schon mal vorab nehmen. Nein, die CDU wird diesem Kauf nicht zustimmen. Es geht um einen Ankauf einer Fläche auf der Martha-Frenkel-Straße. Die Verwaltung hat dazu schon einmal einen anderen Vorstoß unternommen. Da gab es eine Idee eines Flächentausches. Dieser Flächentausch hat auch keine Mehrheit gefunden. Und weil es diesen Tausch nicht geben konnte, versucht man jetzt mit einer Kaufvorlage in das Eigentum dieses Grundstücks zu kommen. Hintergrund ist eigentlich aber ein Antrag der Grünen Fraktion gewesen, die nämlich wollte, dass auf dieser Fläche nicht der ursprünglich geplante Parkplatz entsteht, sondern die eine Grünfläche dort haben wollte. Und weil man einen Parkplatz verhindern will, soll jetzt die Stadt Dresden über 1 Million Euro in dieses Grundstück investieren für einen Kauf. Und da ist einfach nur das Grundstück gekauft, ohne dass etwas passiert ist auf dieser Fläche.
Ursprünglich war mal gesagt, es geht um einen Ankauf zur Schaffung einer Grün- und Sportfläche. Wer sich erinnert, es gab hier Gastredner von Rudolf Rold, da ging es um die Schaffung eines Skateparks auf dieser Fläche. Dieser Skatepark wird nicht kommen, weil wir befinden uns mit dieser Fläche direkt neben einem Friedhof. Dieser Friedhof lässt keine Nutzung in dieser Form zu. Es wird am Ende eine Grünfläche werden, wenn es entsprechende Mehrheit hier gibt. Das Schulverwaltungsamt hat signalisiert, dass es sich vorstellen könnte, den vom Friedhof genehmigten Schulgarten auch umzusetzen, hat aber aktuell auch nie wirklich das Geld im Haushalt. Also wie es funktionieren soll, frage ich mich. Mit anderen Worten, Stadtrat soll kaufen für über 1 Million Euro 3000 Quadratmeter Fläche, die keine Nutzung in den nächsten Jahren erfahren wird aus meiner Sicht, weil ich nicht weiß, wo das Geld herkommen soll, und deswegen werden wir diesen Kauf ablehnen. Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Thilo Wirz für die Fraktion Die Linke. Ja, Herr Schmidt, der ist immer sehr für die örtlichen Verhältnisse, wenn es Prolis betrifft, der Neustadt ist er nicht ganz so sensibel. Wenn man sich dort den Flächenanteil anschaut, der ist jetzt im Satellitenbild grau zu sehen am Friedhof, und dann schaut, dass dort ein Parkplatz drauf soll und sich dort die Überbauung und Versiegelung der Leipziger Vorstadt anschaut, es geht nicht um die Neustadt, Herr Schulze, sondern es geht um die Leipziger Vorstadt, dann wird ein Blümerand. Und so war eigentlich die Idee, dass dort eine Grünfläche eigentlich angemessen ist, auch um dort ein bisschen klimatisch was zu tun. Also die Lößnitzstraße ist an der Hansastraße dort, das ist alles komplett versiegelt. Wir haben noch diesen Bebauungsplan dort beschlossen, der nochmal im Prinzip dort sehr viel Grün weggenommen hat. Das soll zwar kompensiert werden, aber die Gebäudestruktur bleibt natürlich. Und der Preis, dieser vollkommen überhöhte Preis, kommt zustande, weil die Trewag dort einen Parkplatz plant und eine Verwirtschaftung und Bewirtschaftung dieses Parkplatzes kalkuliert hat und da diese Gebühren dann in den Grundstückswert eingeflossen sind. Das Verkehrswertgutachten sei so, und ich habe immer auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn wir von der Trewag ein Grundstück kaufen wollen, dann ist das ganz, ganz, ganz teuer, und wenn wir eins verkaufen an die Trewag, dann ist das ganz, ganz, ganz billig. Und dass es im Hause Kühn, der ja für Stadtentwicklung, Bau und Liegenschaften zuständig ist, nicht gelungen ist, in irgendeiner Form, sei es mit der Bauleitplanung, sei es mit einer Weisung des Gesellschafters an die Trewag, zu verhindern, dass diese Fläche versiegelt wird, ohne dort diesen horrenden Preis, der hier genannt worden ist, zu zahlen. Das erstaunt dann am Ende schon. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass mächtige, finanzstarke städtische Unternehmen nicht mehr unter unserer Kontrolle stehen, auch was die Aufsichtsräte betrifft, sondern dass die uns kontrollieren und uns diktieren, welche Preise sie nehmen und welche Konditionen sie hier so zugrunde legen, um irgendwas zu tun. Also da wird von der Stadtverwaltung werden große Richtlinien über nachhaltiges Bauen erlassen, und dann macht die eigene städtische Gesellschaft, bedroht uns mit einem Parkplatz, den wir dann mit 1,1 Millionen abwenden sollen. Das passt nicht zusammen. Und hier liegt der Hase im Pfeffer, große Aufrufe, die Menschen belasten, und dann aber im Prinzip geht es so weiter wie bisher an der Stelle, wo es so nicht sein müsste. Wir stimmen dem Kauf zu, weil das die einzige Möglichkeit ist, dort das Grün zu retten, dort eine grüne Oase zu schaffen, eine Ruhezone zu schaffen, eine kühle Zone zu schaffen und die Versiegelung zu verhindern. Das ist für uns das kleinere Übel. Zufrieden sind wir damit nicht. Und wir können nur dazu aufrufen, die städtischen Unternehmen besser zu kontrollieren, dass solche Dinge in Zukunft ausbleiben. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Runde. Da wurden wir zunächst Johannes Lichti, dann nach Thomas Löser. Sie
Sehr geehrter erster Bürgermeister, ja, lieber Mario Schmidt, jetzt hast du also dich dann endgültig enttarnt. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, als du verhindert hast aus persönlicher Betroffenheit, dass dieser für die Stadt und uns wesentlich günstigere Tausch mit Prolis, hast du unter fadenscheinigen Gründen verhindert, diesen Grundstückstausch. Da bist du noch durch den Bauausschuss und durch die Öffentlichkeit gerannt und hast gesagt, ja, wir sind ja für den Erwerb. Wir sind nur dagegen, dass dieses Grundstück in Prolis nicht gebaut wird. Ja? Jetzt stellst du dich hier vorne hin und sagst, nein, wir sind da dagegen. Ne? Also schade, dass das nicht vor der Wahl hier so klar zum Ausdruck gekommen ist. Es bewahrheitet sich halt mal wieder, die CDU macht Politik gegen die Neustadt und zwar nur, weil es um die Neustadt geht. Einen sachlichen Grund gibt es dafür nicht. So, jetzt habe ich mich ja wirklich, ich bin ja fast tot vom Stuhl gefallen, als ich wieder diese Grütze gehört habe, die ich auch dir persönlich, die wir x-mal im Bauausschuss erörtert haben, x-mal. Wieder dieses Märchen, dass man neben dem Friedhof dort keine Spielfläche oder keinen Park bauen könnte. Aber natürlich einen Parkplatz kann man dorthin bauen. Also so viel ich weiß, sind die Autos noch nicht ganz so leise. Die machen auch Brumm, Brumm, ja, Holger Zastrow weiß es, und fahren dann rein und fahren dann raus. Das wiederum stört die Friedhofsruhe natürlich nicht. So, jetzt noch einmal zum Rechtlichen. Es ist eine Abwägungsformel, die 30-Meter-Grenze im Sächsischen Friedhofsgesetz. Es ist abzuwägen. Das heißt, es ist kein Verbot, sondern es ist abzuwägen zwischen dem Interesse der Totenruhe. So, und wir haben doch das Schreiben der Kirchgemeinde. Und die Kirchgemeinde sagt, ja, wir sind damit einverstanden. Kommt drauf an, bitte beteiligt uns, völlig in Ordnung, was die so sagen. Aber die lehnen das doch mitnichten ab. Ist doch falsch. Die Kirchgemeinde stimmt dem zu. Aber sie wollen es verhindern. Sie wollen es verhindern. So, und Sie, wenn Sie die Debatte kennen würden in der Neustadt, aber die interessiert Sie ja nicht, weil es ist ja die Neustadt die Böse, dann würden Sie wissen, dass es einen breiten Konsens gibt, jedenfalls so wie ich ihn wahrnehme, dass die Friedhofsruhe ja selbstverständlich beachtet wird, trotz dieses Sportparks, der dort, oder dieser Sportgelegenheit, der dort gemacht worden ist. Das ist Rudolf Rolz sehr wohl bewusst und die machen da auch mit. Und es ist auch Mario durch einen Schmidt, guten... Wenn du was sagen willst, dann meldest du dich bitte nochmal. Ansonsten ist es wirklich unangenehm. Bitte. Es gibt doch schon Planungen, die sagen, okay, an der Friedhausmauer, wo wir ein bisschen Abstand machen, da machen wir dann den Ausgleich. Hier, wie war die Debatte mit dem Gleisbogen, wo da die vielen Bäume leider weggehackt werden mussten. Ja? Das ist doch auch noch ein Thema, was wir auf dem Tablett haben. Da müssen wir doch den Ausgleich schaffen. Den können wir doch gut machen am Friedhof. Es ist natürlich ein Ärgernis und es hat mich auch sehr geärgert, dass dann das Schulamt, der wir dort sozusagen dann den Raum freischießen, die sind ja da sehr beengt, dass die dann nicht einfach sagen, ja toll, machen wir mit, engagieren wir uns, sondern sagen, naja, wir könnten es uns vielleicht überlegen, wenn wir extra Kohle kriegen. Nee, so geht es auch nicht, Herr Bildungsbürgermeister. Das finde ich auch kein gutes Verhalten vom Amt für Schulen. Und natürlich hat Thiele Wirtz auch recht mit dem, was er gesagt hat, dass es natürlich eine unerträgliche, wie soll ich das jetzt nennen? Fällt kein Wort ein. Ich lasse es da mal so stehen. Seitens der Sachsenenergie ist hier, sage ich mal, ihre Gewinnerwartungen, ja, ihre Erlöserwartungen in den Preis mit einzupreisen. Das entspricht auch nicht dem Recht meines Erachtens. Und leider ist die Stadtverwaltung eben zu schwach, um dann zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Sei es wie es sei, wir müssen dem zustimmen. Die Neustadt kämpft da seit Jahren um dieses Projekt und es ist halt sehr bedauerlich, dass die Parteien, die in der Neustadt zu Recht nichts zu sagen haben, hier ihre zeitweise Macht ausüben, um eben wieder ein Neustadtprojekt zu verhindern. Danke. So, dann nächster Redner, Thomas Löser, bitte. Jetzt? Ich würde Bürgermeister Kühn noch mal bitten, wir hatten ja im Ausschuss darüber gesprochen, über die Höhe des Ankaufs und fanden auch, dass es sehr viel Geld ist. Zwischenzeitlich hat ja die Verwaltung da noch mal gearbeitet. Ich würde da um eine Darstellung bitten und würde noch mal eine 5-minütige Auszeit beantragen. Okay, gibt es weiteren Redebedarf? Sehe ich nicht, dann würde Herr Kühn erstmal dazu Stellung nehmen, dann würden wir die 5-minütige Auszeit machen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, auch mit einem Blick auf die Bauausschussberatung. Wir hatten über den Kaufpreis gesprochen und wir hatten vereinbart, dass ich Ihnen einen Formulierungsvorschlag zum Beschlusspunkt 1 und dann eben auch eine Ergänzung an Beschlusspunkt 2 vorlege. Das habe ich den Bauausschussmitgliedern am 12. Juni übermittelt. Ich habe es hier auch nochmal da.
wo wir sozusagen hinsichtlich des Kaufpreises in Beschlusspunkt 1 einen anderen Betrag einsetzen wollten. Sie hatten ja auch die Möglichkeit, das Verkehrswertgutachten einzusehen. Ich weiß nicht, wer die Gelegenheit genutzt hat. Und in Beschlusspunkt 2 auch den Oberbürgermeister zu beauftragen, entsprechend nachzuverhandeln. Das war die Verabredung im Bauausschuss und vielleicht können wir uns in der Auszeit dahin committen, dass wir sozusagen auf Basis dieser Zuarbeit und dieser Verständigung im Bauausschuss vielleicht zu einem Ergebnis kommen, dass den Grundsatzbeschluss, den Sie ja getroffen haben, dass wir dieses Grundstück ankaufen, aber eben zu entsprechend anderen Konditionen sozusagen mit einer entsprechenden Beschlussfassung noch hinbekommen. Es ist in der Tat so, dass die Immobiliensparte der Sachsenenergie nicht anders agiert wie andere Immobilieneigentümer. Und ich persönlich gerne, wenn ich das könnte, entsprechende Gesellschafterweisungen erteilen würde. Leider bin ich aber nicht im Aufsichtsrat der Sachsenenergie, kann das nicht tun. Und wir sind auch nicht alleiniger Eigentümer der Sachsenenergie. Mir würde es aber sehr helfen, wenn der Stadtrat, so wie wir es im Ausschuss besprochen haben, uns explizit mit dem Stadtratsvotum nochmal beauftragt, hinsichtlich der finanziellen Konditionen für diesen Grundstücksankauf nachzuverhandeln. Das wäre sehr hilfreich. Ich halte es auch nicht für aussichtslos, dass das erfolgsversprechend ist. Vielleicht können wir in der Auszeit genau das Verfahren nochmal abstimmen. Danke. Okay, dann machen wir jetzt die Auszeit und würden dann in die Abstimmung starten.
Weitermachen. Wahrscheinlich. So, dann machen wir weiter und Thorsten Schulze und Thomas wer von beiden? Thorsten Schulze oder Thomas Löser? Okay, Thomas Löser, bitteschön. Ja, vielen Dank, Kollege Erster Bürgermeister. Wir würden den Antrag stellen, dass die Vorlage in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zurückverwiesen wird. Okay. Weiteren Gesprächsbedarf sehe ich nicht. Dann würde ich das... Sind alle bei der Sache? Das scheint mir nie so. So, dann würden wir diesen... Geschäftsleitenden Antrag zur Abstimmung stellen. Wer damit einverstanden ist, dass die Vorlage nochmal in den Bauausschuss überwiesen wird, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das ist mit 55 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen so beschlossen. Und wir kommen zu Top 26. Top 26 gab es ja heute noch eine Sondersitzung AV. Jeder sollte